Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors, gleich da vorn. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden.
Labor ist gleich da vorn. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab noch nicht gesagt. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Sauerstofftank ist auf 50%. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst.
Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Das ist schon besser.
Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich habe keine Ahnung. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig vor. Jetzt ist alles gut. Er will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Errichtet! Lucas! Nein! Tut mir leid. Kannst nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Ja, ja.
Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Solltest du die weißen Varianten erledigen können. Gut. Thank you.
Oh.
Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Hey, hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Hier drüben, da oben, kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße! Scheiße, Scheiße! Nimm mir das Teil ab! Nein! Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor.
Raumschiff ist gleich da vorn. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden.
uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Start Countdown zur Detonation. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick-Tack, Christopher. Tick-Tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Nein. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul.
Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebracht. Bye, bye. Mist! Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Wer denkt, ich bin tot? Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid.
Lucas. Deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere Strategie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's Maul und akzeptier's, Lucas. Oh, das wird dir gefallen, stark. Oh, Junge. So, fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Was?
für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt werden.
Warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt werden. Halt ich sie auf. Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg.